So, hallo, hallo, hallo. Einen fröhlichen Donnerstag wünsche ich euch. Wir schauen uns heute ein Spiel an, das wir uns schon ein paar Mal angeschaut haben, mindestens einmal. Nein, wir haben uns das nur einmal angeschaut, aber ich glaube, wir haben noch einen weiteren Stream dazu gemacht. Hallo, Bauer Zwiebel. Ja, und dieses Spiel heißt Factorio und wir schauen uns das deswegen heute nochmal an, weil es heute erschienen ist auf Steam im Early Access Programm. Das heißt, es ist immer noch nicht fertig, aber es ist jetzt auf Steam verfügbar für den Preis von 20 Euro. Und vorher hat das irgendwie 10 oder 15 gekostet und jetzt kostet es 20, das ist der Preis dafür, wenn man sozusagen später einsteigt. Dafür gibt es keine unterschiedlichen Level mehr beim Einkaufen in das Spiel. Also man bekommt immer das Gleiche und dazu gehören, glaube ich, die Mods. Oder was war das? Oder die Szenarien? Irgendwie sowas. Szenarien? Genau, Szenarien. Die gehören dazu. Und hallo Ati, hallo Deiner Nastorarius, hallo Holzkopf. Und haben wir noch jemanden, den ich spontan übersehen habe zu diesem Zeitpunkt? Hallo Martin. Ja, wir machen Dinge. Wir spielen also ein bisschen Factorio. Und ich lade mal das Spiel. Ich habe gerade ein frisches gestartet. Hier sieht man die Version, Map-Version 0.12.24. Da sieht man schon, da ist noch ein kleines bisschen Weg, aber es hat sich ein bisschen was getan und ich glaube, wir machen, das wird so ein bisschen eine Sache, wo wir heute uns das Game nochmal so in groben Zügen angucken und dann gleichzeitig noch gucken, was ist anders. Und die, für die es noch nicht kennen. Factorio ist ein Spiel, was sich im Grunde erstmal anfühlt im ersten Moment wie ein klassisches Survival-Game, so wie man es in letzter Zeit kennt. Das heißt, man ist gestrandet als ein futuristischer Ingenieur auf einem fremden Planeten. Und dieser fremde Planet ist letztlich feindlich. Man kann es hier sehen. Ist so eine Top-Down-Ansicht. Sie sieht fast aus wie so ein altes Command & Conquer. Und man ist also mit seinem Raumschiff abgestürzt und man will im Prinzip aus dieser wilden Welt sich sozusagen die Rohstoffe ziehen, damit man Technik bauen kann, mit der man dann zu Hause Bescheid sagen kann, dass man hier ist. Und das ist so der Gedanke. Und im Laufe dessen, also im Laufe vom Realisieren dieser Technologie, baut man mehr oder weniger komplexe Maschinen auf oder maschinelle Fertigung von Objekten und so weiter und so fort. Und darum geht's. Und das sind meine Katzen. Ich weiß nicht, ob ihr sie hört, aber sie haben gerade jetzt beschlossen, hier sich im Wohnzimmer zu streiten. Hallo. Jetzt sind sie hinterm Rechner. Kann nicht mehr lange dauern, ist der Stream weg. So, ich habe mal ein wenig was eingesammelt. Es gibt natürlich auch ein Inventar, hier kann man das sehen. Und ich habe einen Baum gefällt. Doch, der Stream sollte richtig laufen, sofern nicht die Katzen dazwischen gehen. Deiner Nastor. So, und ich habe hier schon mal ein bisschen was abgehackt. Ich habe jetzt zum Beispiel Holz gesammelt. Und ich habe Iron Plates, die habe ich noch. Offensichtlich sind das so alte Sachen von meinem Schiff. Und das hier ist mein Baumenü. Ich kann verschiedene Sachen bauen. Crafting gibt es. Logistics ist eine Kategorie, da kann man zum Beispiel Kisten bauen und Förderbänder und Burner-Inserter. Da kommen wir gleich zu. Und Rohre und sowas. Oder ich kann zum Beispiel eine Eisenaxt bauen und das machen wir jetzt mal. Jetzt habe ich eine und die wird hier in meinem Inventar auf den Werkzeugslot getan. Oder ich kann sowas machen wie Zahnräder aus Metall. Und alle diese Sachen haben bestimmte Voraussetzungen an Rohstoffen. Das kennt man, glaube ich. Das ist nicht ganz so knifflig. So. Und wir haben auch schon am Anfang, kriegt man gleich zwei Sachen hier in die Hand. Und das eine ist ein Burner Mining Drill und das andere ist ein Stone Furnace. Und wenn wir mal schauen, wie diese Sachen gebaut werden, dann, wo ist denn der Burner Mining Drill? Können wir den noch gar nicht bauen? Haha, ist das etwa schon eine Änderung? Kann das gar nicht überprüfen. Das finde ich witzig. Müsste doch schon da sein. Burner Mining Drill. Da ist der Boiler. Da ist der Burner Mining Drill. Dafür brauchen wir Metall. Okay, und für
Das brauchen wir. Stone, das heißt, okay, wir brauchen ein paar Angelegenheiten. So, als erstes brauchen wir Stein, das haben wir hier. Das hier ist Stein, da kann man rübergehen, da sieht man, wie viel Rohstoffe da noch drin sind. Dann haben wir hier Öl, das braucht man erst später und das ist Crude Oil, das muss man also noch weiterverarbeiten. Das ist Kohle und wenn wir hier rüberlaufen, ist noch mehr Stein. Ja, hier ist noch mehr Stein und hier ist ein wenig Kupfer und ich bin mir nicht sicher, wir schauen mal auf die Karte, wo hier das nächste Eisen ist. Ich glaube, hier drüben. Und das ist natürlich nicht ganz so schön. Wir können mal probieren, da hinzugehen. Ich glaube, das ist eine ganz gute Idee. Ist alles auch relativ nah beisammen, also nicht ganz so wild. So, und jetzt haben wir diesen Mining Drill und wir tun den einfach jetzt mal hier so hin. Das ist ein Burner Mining Drill und der braucht natürlich irgendwas, was er verbrennen kann, damit er sich bewegt. Und dann können wir zum Beispiel Holz nehmen. Und wir tun das einfach mal. Wir tun hier das Teil hin. Das hier ist der Furnace, also der Schmelzofen. Und jetzt gehen wir auf diesen Mining Drill und jetzt nehmen wir die Hälfte von unserem Holz, was wir gehackt haben, tun das hier rein. Und dann fördert der hier Eisen. Und das kommt dann hier raus, da wo der Pfeil zu sehen ist und der befähigt, da wir da direkt daneben den Furnace gestellt haben, ist jetzt direkt hier das Eisen drin. Bauer Zwiebel, das Spiel heißt Factorio und ist seit heute auf Steam im Early Access verfügbar. Ist noch nicht fertig, aber ist schon mal ganz gut fertig, sagen wir es mal so. Man kann es schon spielen, man kann schon viel Spaß haben. Ich habe es für über einem Jahr habe ich es eingesammelt. Und seitdem spiele ich das eigentlich immer mal wieder. Es gibt so Phasen, aber es gibt auch eine Art Endgame. Es ist nicht so wie in Minecraft, was dann das, was man endlos spielt, das kann man sicherlich machen, aber es gibt ja auch sowas wie ein Ziel, nämlich von dem Planeten runterzukommen, indem man den Leuten, die nicht auf Planeten sind, Bescheid sagt, dass man hier ist. Zumindest war es vorher so. Ja, Lochschwein, ganz genau. Wir gucken uns ein bisschen Factorio an, weil Factorio heute auf dem guten alten Stern verfügbar ist. So, Holz ist nicht ganz so ein guter Brennstoff wie Kohle. Deswegen ist es mit Sicherheit empfehlenswert, dass wir uns Kohle anschaffen. Ich nehme hier mal das Eisen mit, was wir hier gesammelt haben. Jetzt ist die Frage, ob wir hier irgendwo in der Nähe, hier ist Kupfer. Ah, die Kohle sitzt da. Jetzt haben wir doch irgendwo anders Kohle. Da unten ist Kohle. Gehen wir um den See rum oder gehen wir hier unten an die Kohle? Ich glaube, wir gehen. Was ist kürzer? Ich glaube, es ist kürzer, wenn wir um den See rumgehen. Ja, wir machen das. Also, hier ist schon der Brennstoff alle und das ist natürlich ein Problem. Tun wir ruhig mal ein bisschen mehr rein. Nehmen wir hier nochmal ein paar Teile mehr mit und hacken wir diesen Baum nochmal schnell um. So, und wie das so üblich ist bei dieser Art von oder bei Survival Games, sagen wir es so. Ich finde, Factorio ist angenehm anders, braucht man also permanent Rohstoffe, um die dann einzusetzen für die eigene Produktion. Aber der Kniff bei Factorio ist es, dass man das Ganze automatisieren kann und das Nervige, gehe ich hier erstmal los und hack 20 Scheite Holz, hört irgendwann auf und das macht das Ganze interessant. Und dann wird es eigentlich eher zu einer Herausforderung in Bezug auf, was ist eigentlich sozusagen logistisch drin. Was können wir hier eigentlich anstellen? Was brauchen wir hier? Stein. Stein habe ich hier auch irgendwo gesehen. Da ist Stein. Dann hacken wir ruhig mal ein bisschen Stein, damit wir hier ein bisschen besser vorankommen. Und das ist ein bisschen lahm. Man sieht hier die Zahl übrigens, ein Stein. Und dahinter steht jetzt neuerdings die Zahl, wie viel Stein man insgesamt hat. Und das ist auch schon super cool. Das heißt, ich muss mir nicht mehr Gedanken machen. Habe ich jetzt genug und muss ins Inventar schauen? Nein, das steht ja gleich schon. Das macht das Ganze super nett. Wir nehmen mal 15 mit, weil ich glaube, 5 ist das, was man braucht für eins von diesen Öfen oder Burner Mining Grills. So, und da machen wir mal von beidem 2. Ich weiß gar nicht, ob ich das hätte machen wollen. Ich habe vor, das gleich zu elektrifizieren. Ja, und dann fängt das an, richtig cool zu werden. Das glaubt ihr nicht, das ist so. So, das hier ist der Burner Mining Drill.
Und man kann den so einstellen, dass er sich selber befeuert. Das ist eigentlich ganz nett. Habe ich aber keine Lust zu machen gerade. Na, vielleicht wäre es von Anfang nicht schlecht. Man kann die Sachen übrigens, sobald man sie gesetzt hat, noch rotieren mit R. Das heißt, man muss sie erst nicht abreißen und dann wieder hinbauen. Nein, man kann so ein Objekt einfach mit R rotieren. Jedes Objekt. Und das macht es eigentlich schon sehr, sehr angenehm. Wieder mal ein sehr, sehr interessantes Feature zur bequemen Nutzung von all den Objekten in der Spielwelt ist, dass man sich da einfach fröhlich den Wolf rotiert. Das finde ich echt super angenehm. So, jetzt tun wir das raus und gucken wir mal. Ja, jetzt ergänzen die sich. Was ich gemacht habe, ist, dass ich hier was reingetan habe, um diesen Burner Mining Drill zu starten, nämlich Holz. Und dann war ein Stück Holz sozusagen im Brennofen drin. Da habe ich den Rest des Holzes rausgenommen. Und währenddessen hat er also hier Kohle produziert. Diese Kohle hat er in diesen Burner Mining Drill reingetan. Und dann hat er angefangen, natürlich Kohle zu schaufeln und schaufelt den jetzt da rein. Und jetzt tun die sich da gegenseitig die Sachen in ihre jeweiligen Inventare. Ja, Lochschwein, natürlich Vanilla. Ich will ja nicht zeigen, wie es irgendwann aussieht, sondern ich will zeigen, wie es jetzt aussieht, wenn man es heute auf Steam einsammelt. Klar kann man alles mit Mods zu bannern. Ich bin ein großer Freund. Das solltest du gemerkt haben, spätestens als ich eine KSP Vanilla-Serie gemacht habe, dass ich durchaus ein Fan bin von Vanilla, von Vanilla allem. Vanilla ist übrigens, Vanilla ist eigentlich auch eine meiner liebsten Eissorten. Können wir auch gleich dazu sagen. Ich bin ein großer Fan von Vanilla. Vanilla ist immer der richtige Weg. Wenn man nicht weiß, was man will, dann Vanille. So, jetzt ist die Frage, wir haben einen weiteren Ofen, den brauchen wir gar nicht. Und ja, ich will gleich mal ein bisschen Kohle einsammeln. Hier haben wir 19 und hier haben wir 20. Da haben wir schon mal 40 Kohle. So, jetzt können wir hier schon mal hin und sagen noch gar nichts. Wir sammeln noch mal ein bisschen Stein ein. Übrigens, man muss nicht direkt neben so einem Objekt stehen. Man kann auch das Objekt nehmen, was so ein bisschen weiter entfernt ist, nämlich ein Feld weiter. Und darauf kann ich auch rumhacken. Exzellent. Solange mein Cursor gelb ist und nicht rot, ist das mit dem Hacken kein Problem. Hallo Merilix, der Mann der Stunde, zumindest in XCOM. Ich weiß gar nicht, wie viele Einsätze ich schon mit deinem Charakter da gespielt habe. Unfasslich. Macht mir große, große Freude. So, jetzt kommen wir eigentlich zu einem interessanten Punkt, denn wir wollen das Ganze auch noch elektrifizieren. Aber erstmal gehen wir ruhig mit unserem Mining Drill und unserem Stone Furnace. Warum habe ich jetzt noch ein Stone Furnace gemacht? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. So, aber wir tun einen Mining Drill hierhin und dann tun wir da mal die Hälfte unserer Kohle rein. So, da haben wir jetzt die Steine am Wickel. Kupfer, sollte ich Kupfer schon mal anfangen? Ja, machen wir mal Kupfer. So, ich muss das nicht exakt draufstellen. Diese Geräte haben so ein Einzugsgebiet. Witzigerweise wird da nicht mehr angezeigt. Früher wurde da mal angezeigt. Oder täusche ich mich da? Wir tun auf jeden Fall hier hin und tun dann nochmal das Zeug rein. So, und jetzt ist das Ding. Irgendwann sind die voll. Beziehungsweise hier fällt das kleine Stück raus, da liegt es. Und dann ist es hier sozusagen, dann steht das Gerät, bis wir das Zeug einsammeln. Und was wir einfach machen können, ist, wir stellen da eine Kiste hin. Boop. Und jetzt tut er das ganze Zeug in die Kiste. Das ist schon mal angenehm. Das machen wir hier unten auch, weil uns langweilig ist. Da kommt das Ganze in die Kiste. Jetzt produzieren diese beiden Sachen so lange, bis ihre Kohle alle ist. Hier Steine und Kupfer. Und diese beiden hier produzieren immer noch fantastischerweise Kohle. So, jetzt haben wir noch mal ganz viel Kohle. Gehen wir noch mal zurück zu unserer Eisenproduktion. Wir werden jetzt anfangen, das gleich ganz wild zu automatisieren. Dann werden wir viel, viel happier sein am Ende. Na, das war falsch. So. Was ist mit dir? Kohle brennt natürlich viel länger und viel besser als Holz. Und hallo Tamian. Zu spät komme ist ja kein Problem. Zu früh kommen, dafür wird man meistens bestraft. So.
Dann machen wir Folgendes. Wir wollen das Ganze jetzt elektrifizieren und dafür brauchen wir einen. Wo ist es da? Wir brauchen Electronic Circuits. Ja, das kann ich nochmal zeigen. Das macht super. Ich will dir jetzt zum Beispiel eine sogenannte Offshore-Pump bauen. Diese Offshore-Pumps, die pumpen an der Küste Wasser raus und das wollen wir machen. Wir brauchen Wasser für unsere Steam Engine. Die läuft natürlich, für Steam braucht man. Steam bedeutet, für Steam braucht man Wasser. So, Wasser wird erhitzt und wird zu Dampf und der Dampf treibt dann und so weiter. Ihr kennt das Spielchen. Und dafür brauchen wir Electronic Circuits. Und für diese Electronic Circuits brauchen wir Copper Cables. So, jetzt fangen wir schon an, unsere Rohstoffe weiter zu verarbeiten. Und ich gehe einfach mal runter. Ich glaube, links unten war unser Kupfer. Dann nehmen wir mal hier ruhig mal die weitere Kohle mit. So. Jetzt haben wir hier diese Iron Chest mit Kupfererzen. Das können wir erstmal einsammeln, das Kupfererzen. Jetzt können wir rein theoretisch keine Kupferplatten machen, weil wir diese Kupferplatten meiner Meinung nach in einen Ofen tun müssen. Das sieht man hier, wenn ich darüber gehe. Made in. Das sind alles Öfen. Zum Beispiel dieser Ofen. Und da wir selten, ich mache das mal eben weg hier, da wir selten rohes Kupfererz brauchen, nehmen wir jetzt diesen Ofen und tun den Ofen direkt hier rein, dann tut dieses Förderdingens hier direkt diese Kupferplatten rein. Das ist natürlich fantastisch. Und dann nehmen wir gleich die Kupferplatten raus. Und jetzt können wir schon diese Electronic Circuits bauen. Ich muss aber nicht erst die Electronic Circuits bauen, um dann wiederum die Pumpe zu bauen, sondern sobald ich alle Rohstoffe zusammen habe, um die Electronic Circuits zu bauen, kann ich gleich automatisch sozusagen die Pumpe bauen. Dann baut er erst die Electronic Circuits und dann die Pumpe und ich muss nichts weitermachen. Also ich klicke hier jetzt einmal drauf. Ich habe nicht genügend Chips im Inventar. Achtet mal auf links unten. Klick. Da, jetzt hat er erst sozusagen die Einzelteile gebaut und dann die Einzelteile zu dieser Offshore-Pump zusammengebaut. Und dann brauchen wir noch eine Steam Engine und dann brauchen wir noch das hier. Und dafür brauchen wir eine Stone Furnace. Und dafür brauchen wir 5 Stone. Und 5 Stone haben wir nicht, aber haben hier oben ja noch unser wunderbares Gerät, mit dem wir Stone herstellen, sozusagen, oder fördern. Und jetzt können wir diesen Unsinn bauen. Wir haben die Offshore-Pump, wir haben die Steam-Engine und wir brauchen 1, 2, 3, 4. Ich mache es gleich richtig. Wir machen 4 von diesen Boilern. Und dann machen wir noch einfach nur aus gutem Grund noch ein paar von diesen Teilen. So, jetzt sind wir soweit. Es ist übrigens dunkel. Ich hoffe, man sieht noch genug. Nein, ich habe noch gar nichts erwähnt, soweit. Ich weiß nicht ganz, welchen du meinst, aber ich gehe davon aus, dass du es mir gleich erzählen wirst. So, jetzt brauchen wir irgendwas, wo wir diese Pumpe hinbauen. Ich überlege gerade, wo das Sinn machen könnte. Und wir gucken mal hier vielleicht. Ich finde das so ein bisschen doof. Wir machen das so. Wir machen die hier hin. So, jetzt steht hier die Pumpe. Und die Pumpe fördert unabhängig von Strom, soweit ich mich erinnere, fördert die Wasser. Die braucht eigentlich gar nichts weiter. Jetzt können wir direkt dahinter diese Schmelzöfen stellen. Ich tue ruhig mal alle 4 hin. Das hat einen guten Grund. Und dahinter tue ich diesen. Und das hat mich immer schon verwirrt, dass die von beiden Seiten gleich aussehen. Diese Steam Engine. So, und das heißt, in diesen Öfen, diese Boiler, da müssen wir Kohle reintun. Wasser ist drin, das könnt ihr jetzt sehen. Rechts unten steht Wasser. Ach so, die Sache mit der Alt-Taste, ja. Das habe ich nicht erwähnt. Dazu kommen wir später. Das sind ja Feinheiten, die brauchen wir jetzt noch nicht. So, wir brauchen Kohle. Wir brauchen Kohle für die Boiler. Und das Problem ist natürlich, in dem Moment, wo wir Kohle reintun, ist auch Kohle hier ein Verbrauchsgegenstand. Das ist natürlich super, aber wir wollen uns das Ganze natürlich erleichtern. Wir wollen, dass diese Kohle dort automatisch reinkommt. So, und was aber für den Anfang tun wir da ruhig mal ein bisschen Zeug rein. Das.
Und jetzt ist hier schon ein bisschen der Ofen an, hier auch. Und jetzt wird hier das Wasser erhitzt und dann haben wir ein bisschen Performance verfügbar. In dem Moment, wo ich hier ein Stromkabel nebenstelle, kann ich damit Gerätschaften betreiben. Und das mache ich jetzt auch gleich mal, indem ich hier unten diese Masten hinlege. Und jetzt bauen wir etwas. Jetzt bauen wir nämlich zwei Sachen. Wir bauen ein, oder wir bauen fast ein Electric Mining Drill, also einen elektrisch betriebenen Mining Drill, weil unser momentan noch durch das Verbrennen von Kohle produziert funktioniert, machen wir jetzt einen Electric Mining Drill und damit ersetzen wir übrigens, da nehmen wir erstmal das Zeug raus, damit ersetzen wir diese Dinger, die sind zwar toll, aber nicht das, was wir wollen. So, und jetzt tun wir hier diesen Electric Mining Drill hin. So, und jetzt macht der das Gleiche, was die anderen machen, nur mit Strom. Und der Strom entsteht dadurch, dass ich hier das Wasser in diesem Antrieb erhitze. So, jetzt wollen wir natürlich die Kohle, die hier entsteht, irgendwie aufsammeln und hier hinbringen. Da, wo wir. Oh, übrigens, das sollten wir vielleicht nochmal machen. Da nehmen wir das nochmal weg. Das hat einen guten Grund, passt auf. Da tun wir ein Rohr hin. Dann tun wir hier den Düdel hin. Und da den hin und dann da den hin. So. Und jetzt schauen wir mal, was wir noch brauchen. Wir brauchen jetzt noch Transportbells. Und da brauchen wir ganz viel Eisen für. Moment mal, wir hatten noch irgendwo Eisen. Und dann holen wir mal das Eisen hier ran. Und deiner Nastor, ja, den kenne ich, absolut. Aber der macht jetzt noch nicht viel Sinn, denke ich, das jetzt zu zeigen. Das machen wir später. Den kenne ich, den verwende ich grundsätzlich. Aber wir haben ja jetzt noch nicht allzu viel zu zeigen, was hier produziert wird. So, und wir machen diese Transport Bells. Die Transport Bells funktionieren Gott sei Dank ohne Energie, aber man kann mit ihnen Sachen transportieren. Man kann das hier sehen, hier liegt ein Stück Kohle, jetzt liegen hier zwei Stücke Kohle und hier kommt immer mehr Kohle dazu. Und jetzt transportieren wir diese Kohle. Sobald wir genügend von diesen Transportbells haben, produzieren wir die, schieben wir diese Kohle nach hier oben. Und wir drehen hier mal am Wasser das Ganze um. Na, ich hätte das doch anders machen können. Ach, egal. Und das ist der richtige Abstand. Ja. Und hier bin ich mir immer nicht so sicher. Wir versuchen das mal so. Jetzt liefert dieses Gerät hier Kohle zu den Boilern. Und wir wollen natürlich alle Boiler befüllen. Und dafür verwenden wir etwas, das nennt sich Inserter. Und diese Inserter brauchen auch entweder Kohle oder Energie. Und wir machen mal vier Stück davon. Und dann stellen wir die hier hin. So, und dafür brauchen wir jetzt natürlich noch eine gewisse Stromzufuhr und das machen wir so, indem wir hier noch ein Stromkabel hingehen und überall dort, wo der blaue Bereich ist, da fügen die dann, machen die dann ihre Arbeit. So, jetzt sehen wir das. So, die schieben jetzt Kohle hier in diese Geräte rein, bis diese Geräte voll sind. Die sind voll, sobald da fünf Kohle drin sind und dann wird hier Strom produziert. Man sieht, das Ding hat Wasser, das hat alles, was es braucht. Das Wasser ist, glaube ich, heiß genug. Temperatur 100. Wir wissen, bei 100 Grad kocht Wasser und es entsteht Dampf. Natürlich schon ein bisschen vorher, aber das ist die Visitentemperatur von Wasser. Und wir sehen hier unseren Stromverbrauch, Produktion und Verbrauch. Ich habe dir einfach den Mast angeklickt und die gibt dir auch einen netten Graphen dabei. Guck mal hier, da. Da ist unsere Stromzufuhr, Produktion und Verbrauch. Und hier sehen wir auch, was die sozusagen die Verbrauchsquellen sind für diesen Krams. So. Ja, und damit seht ihr schon mal die einfachste oder eine der einfachsten Automatisierungen von dem Fertigungs- oder Förderungsprozess. Und das ist natürlich sehr, sehr
angenehm, weil man nicht mehr alles händisch machen muss, sondern anfängt, Sachen zu automatisieren. Und dann fängt das an, zu einer interessanten Aufgabe in Logistik zu werden. Und das ist natürlich nur dann interessant, glaube ich, wenn man Logistik zumindest ein kleines bisschen interessant findet. Ich finde Logistik ein kleines bisschen interessant, also bleiben wir ein wenig dabei. So, und wir brauchen noch ein paar Electric Poles. Aber jetzt fangen wir an, hier langsam ein wenig Gas zu geben. Wir nehmen zum Beispiel einfach mal hier diesen Kram mit. Da. Nehmen auch das mal mit. Und dann tun wir hier auf dieses Steindingensbummens unseren neuen Electric Drill. Jetzt schließen wir diesen Electric Drill an das Stromnetz an. Ich mache das jetzt einfach mal super querbeet. Nachher ersetze ich diese Masten alle durch größere Masten und bessere Masten. Und zack, jetzt fängt das Ding an zu arbeiten. Und ich stelle ruhig auch erstmal die Kiste hin, weil ich da keine bessere Idee habe. Und was brauchen wir noch? Wir brauchen noch eine Automatisierung von Kupfer und wir brauchen eine Automatisierung von Eisen. Und für Eisen brauchen wir Eisen, für den nächsten Drill brauchen wir Eisenplatten. Das heißt, wir gehen wieder zurück zu unserem Eisenplattenherstellungs-Dingsenbumsens. Da ist es. So, und hier ist uns der Brennstoff ausgegangen. Aber nicht weiter wild, denn wir haben hier noch ein paar Platten. Wir können jetzt einen Electric Mining Drill machen. Wir haben aber interessanterweise noch keinen Electric Furnace. Das heißt, den Electric Furnace müssen wir dazu noch erforschen. Und dazu kommen wir gleich. Jetzt nehme ich erstmal dieses Ding weg und nehme den Electric Drill. Und wir gucken mal, wo wir den am besten hinsetzen. Wollen wir den trotzdem hier unten lassen? Ja, für den Anfang ist das, denke ich, noch okay. So, der hat natürlich keinen Strom, das heißt, wir müssen ihm Strom anschließen. Und dafür brauchen wir Holz, weil diese Strommasten aus Holz sind. Und dafür brauche ich übrigens, ihr seht das rechts unten, da nutzt sich mein Werkzeug diese Spitzhacke ab. Und falls es euch interessiert, meine Maus ist immer noch so ein bisschen kaputt. Deswegen ist es manchmal ein bisschen komisch mit der rechten Maustaste. Ich habe schon eine neue, aber ich habe irgendwie noch nicht geschafft, die anzuschließen. Ich vergesse es immer und dann in Situationen wie diesem ist es dann zu spät. Also ich fange jetzt nicht an, hier durch die Gegend zu wühlen und die Maus zu suchen und dann anzuschließen und so. Das ist ja alles Blödsinn. So, jetzt haben wir diesen Mining Drill angeschlossen. Was ganz nett ist, kann ich hier übrigens... Oh, das wäre ultra spannend. Kann ich hier rüber? Nein, ich kann hier nicht rüber. Aber ich muss mal gucken. Vielleicht... das wäre ja super cool. Pass mal auf. Hier ist ein bisschen Kohle. Und wir brauchen für den Anfang nicht viel Kohle. Das sind 700 und ein paar zerhackte Kohle. Pass auf, wir probieren was. Wir probieren hier auf diese kleine Insel, wo die Kohle ist, dieses Dings draufzusetzen. So. Und jetzt... Ach, nee, schade. Ach, ich hätte gedacht, das funktioniert, aber es funktioniert leider nicht. Gut, dann müssen wir das von außen machen. Wir brauchen hier für diesen Ofen natürlich Kohle. Wir können die Kohle hier ganz einfach rumlegen. Einfach ist es nicht, aber wir können es. So, und wenn wir da eventuell... Und ich hoffe mal, das können wir jetzt schon machen. Nein, können wir noch nicht. Sehr gut, dann müssen wir es händisch machen. Gut. Wir brauchen mehr von diesen Transport Bells. Und von Transport Bells kann man eigentlich nicht... mehr als genug haben. Warum habe ich den immer noch am Mauszeiger jetzt? So. Was wollte ich machen? Ich wollte diese Dinge einsammeln. Wir haben 37 Transportbänder. Ich glaube, ich mache mal gleich schon ein Labor, um mal die Forschung zu zeigen. Und das dauert eine ganze Weile, weil wir Electronic Circuits machen.
Nö, ich packe da noch keine Kiste hin. Ich komme da häufig genug vorbei. Ich will die Teile gleich alle eh zusammenführen. Von daher brauche ich das im Moment nicht. Da müsste ich dann wieder einen Inserter hinstellen und so weiter. Warum sich die Mühe machen? So. Wo war ich stehen geblieben? Bei den Transportbeds. So. Denn wir wollen einfach jetzt da hinten diesen Burner auch anschließen an. Upsala. Es wäre einfacher, dieses Ding zu verlegen, aber ich drehe das hier einfach mal einfach rum. Ja. Wir brauchen mehr davon. Was fehlt uns gleich? Eisen. Gut, Eisen. Ja, Holzkopf, genau das ist der Punkt, deswegen zeige ich es heute, weil es jetzt auf Steam verfügbar ist. Seit heute tatsächlich, also streng genommen seit 19 Uhr, das ist ja immer so die Zeit, wo es bei uns sozusagen den neuen Steam-Content immer gibt. Ja, der Baum kann durchaus weg, finde ich. Da, weg. Meine Güte, man verbraucht auch immer Mengen von dem Zeug. Unglaublich. So, dann tun wir noch einen zweiten von diesen Drills hier hin. Und jetzt kommt der spannende Teil. Upsala. Denn wir können noch einen zweiten Stone Furnace hier hinstellen. Und jetzt machen wir es so. Und wir brauchen zwei Inserter. So. Jetzt machen wir Folgendes. Wir so machen wir das. Und hier kommen diese beiden hin. Beziehungsweise, ich glaube, so eng können wir die nicht stellen. Beziehungsweise, wir können es mal versuchen. Doch, es funktioniert. So, die brauchen natürlich noch Brennstoff. Und dann tun wir einfach mal hier ein bisschen Startkohle rein, sozusagen. Hallo, Thomas. Genau, bestehende User von Factorio können auf ihren Account auf der Factorio-Seite gehen. Was brauchen wir? Eisen. Eisen brauchen wir noch. Gut. Also können auf die bestehende Factorio-Seite gehen und dort in ihrem User-Account gibt es ganz unten in den User-Optionen sozusagen jetzt die Möglichkeit, einen Steam-Key zu erhalten. Und der wird dann da direkt angezeigt. Und man kann ihn natürlich, man kann, wird nicht, es wird nicht direkt in Steam rübergeschoben, sondern man hält den Key und muss dann den Key sozusagen selber in Steam eingeben. Übrigens, das bedeutet auch, dass man den Steam Key nur einmal eingeben kann, logischerweise. Wie rum führen wir das ran? So rum? Ist das möglich oder ist das zu nervig? Wir probieren das mal. So. Wir brauchen noch viel mehr von diesen Transportbändern. Ups, übrigens kannst du da ruhig noch ein bisschen von dem Zeug reintun. So, es gibt jede Menge tolle Komfortfunktionen. Shift-Linksklick beispielsweise produziert immer die maximale Menge, die man gerade bauen kann. Was super angenehm ist. Und es sind tatsächlich diese Komfortfunktionen, die ein Teil von der Spielbarkeit wirklich ausmachen. Ich glaube, es wäre allein der Gedanke, hinter dieser Automation steht erstmal schon ein cleverer Gedanke. Es verändert sozusagen die typische Survival-Formel dahingehend,
dass man sich eben auf was komplett anderes stürzt, was die Spielmechanik angeht. Fuck. So geht's. So. so. Und das macht's eigentlich ganz witzig. So, jetzt nehmen wir mal das Eisen hier raus, bauen nochmal zwei Inserter. So, und die tun wir dann hierhin und hierhin. Und jetzt geben wir denen nochmal Strom. Da, und für den Fall, wenn wir jetzt, das kann ich mal zeigen, wenn wir jetzt hier die Kohle rausnehmen, dann fängt der gemeine Roboterarm an, dort Kohle reinzuschaufeln. So, wir erzeugen also an diesen Dingern jetzt ganz exquisit Eisen. Aber wir müssen das Eisen natürlich noch irgendwie lagern. Und da stellt sich dann das Problem. Auf einmal haben wir hier überall Zeug, was rumsteht, und wir können nicht wirklich. Wir können zwei Kisten machen für ein und die gleiche Sache. Nämlich, wir könnten hier eine Kiste hinstellen, wo dann der Greifarm das Eisen rausnimmt und hier hin tut. Und dann könnten wir hier eine hinstellen, dann haben wir hier zwei Kisten, die wir leeren müssen. Und auf einmal fängt es an, da sagt man sich sozusagen mit diesem Ingenieursflick, sage ich jetzt mal, das muss doch irgendwie geschickter gehen. Und dann fängt man an, Sachen. Die versucht zu unternehmen, Sachen geschickter zu bauen. Und in diesem Fall kann man das auch machen. Aber dazu kommen wir einfach später zurück. Jetzt im Moment machen wir erstmal noch die hässliche Lösung. Und das heißt, wir machen zwei Kisten und eine Kiste kommt hier hin und eine kommt. Warum kann ich die nicht hier hin bauen? Weil ich zu weit weg war. Eine kommt hier hin und dann bauen wir noch zwei von den Insertern. Ja, Holzkopf, nicht blöd, aber wenn man schon, also es ist immer, es funktioniert bei Steam immer genauso. Du startest Steam und dann gibt es ja rechts oben die üblichen Pull-Down-Menüs und da gibt es eins, das heißt Spiele oder Games, und da gibt es die Option Activate a Product on Steam oder ein Spiel auf Steam aktivieren, und da gibt man den Code dann ein und dann taucht das in der Games-Liste auf. So, und jetzt fangen diese Kisten an, sich mit Eisen zu füllen. Und das tun sie so lange, wie hier von diesen Geräten Eisenerz hier auf das Förderband geschoben wird und solange hier auf diesem Förderband Kohle reinkommt, um diese Öfen zu befeuern. Das ist dann, auf einmal haben wir hier eine massive automatisierte Produktionsgeschichte, die uns das Leben erleichtert. Da müssen wir nicht mehr hin, es sei denn, wir brauchen Eisen. Oder wir wollen da irgendwas umbauen. So, und schon haben wir eine laufende Eisenproduktion, die uns erstmal unbegrenzt oder zuerst mal ohne große Einwirkung Eisen produziert. So, hier haben wir noch einen Burner Mining Drill. Das ist natürlich nervig. Können wir den umbauen? Dafür fehlt uns Kupfer. Kupferplatten haben wir hier gerade gemacht. So, machen wir noch einen Electric Mining Drill. Machen wir noch ein paar von diesen Masten. So. Und dann habe ich hier etwas gebaut, das nennt sich ein Labor. Das ist jetzt noch nicht so raffiniert, Labore sind Labore. Da wird drin geforscht und das baue ich einfach mal hier in den Strom rein. Und jetzt können wir hier, gibt es einen Tech-Tree. Ein Tech-Tree kann man in der Regel mit T aufrufen. Und das ist erstmal eine Liste von Technologien. Es wird, glaube ich, aktuell an einem Tech-Tree gearbeitet. Und man sieht schon, wie viel Zeug hier da drin ist. Und wir haben verschiedene Sachen, die wir da erforschen können, sowas wie Automation. Da sieht man das, da entstehen verschiedene Sachen, zum Beispiel eine Assembly Machine oder ein Long-Handed Inserter. Oder Logistik, dann gibt es hier diese Untergrundförderbänder, super spannend. Oder schnellere Inserter oder etwas, das nennt sich ein Splitter, und das ist auch super spannend. Oder Optics, da können wir dann mit Solarenergie erforschen und gleichzeitig bekommen wir Lampen, wenn wir die brauchen. Und jetzt fängt es an, militärisch zu werden. Da gibt es nämlich auch Turrets. Und Turrets gibt es Laser-Turrets und Turrets gibt es Gun-Turrets. Und der eine verbraucht nur Strom und der andere verbraucht auch Munition. Wir erforschen jetzt einfach mal. Wir erforschen mal die Automation. Dann können wir gleich das machen, was ich euch ursprünglich zeigen wollte. Dafür brauchen wir 10 rote Science Packs, und die kann ich mal eben machen. Es gibt auch irgendeine Tastaturkombination dafür, in bestimmten Abständen sozusagen Stacks zu bauen. Also zu sagen, ich will 5 oder ich will 10, baue mir mal 10.
Aber die Tastenkombination habe ich gerade vergessen. So. So, ich wollte ja das Ding gerade abbauen. Jetzt machen wir hier einfach nichts weiter, als hier den Electric Mining Drill hinbauen. Und hier von hier oben, immer dann, wenn man hier das Kabel verbinden sieht, dann wissen wir, dass das funktioniert. So, und jetzt schiebt dieser Electric Mining Drill hier in diesen Burner, in diesen Stone Furnace seinen Krams rein. Ich tue mal hier einfach Kohle rein, weil ich gerade jede Menge habe. Und ich könnte natürlich jetzt noch ein weiteres Förderband bauen, was hier Kohle rüber schafft. Und wisst ihr was? Ich glaube, wir machen das auch. Erstmal tun wir die Science hier in das Labor. Zack, und jetzt fängt das an, Forschung zu machen. Und es gibt 4 Science Packs und die benötigen alle unterschiedliche Rohstoffe. Das ist quasi eine Art Tiered System. Das sind die am leichtesten zu produzierenden. Dann sind die auch ein bisschen mehr raffiniertere Rohstoffe und so weiter und so fort. So geht das quasi durch diese Liste immer schwer, immer teurere Science Packs, aber die dann auch entsprechend immer wertvollere Science freischalten. So, und hier oben sieht man übrigens den Fortschritt. Ja. So, hier das. Und ich habe ja gesagt, wir machen jetzt mal hier durchaus einen... Ah, was fehlt uns? Eisen! Hahaha, wir haben kein Eisen mehr. So. Das heißt, ich gehe mal nachgucken, wie viel Eisen wir jetzt eigentlich zusammen haben. Das hier läuft noch, gibt noch genügend Kohle auf dem Band. Und ich gehe einfach an diese Kiste und sammle meine 50 ein. Und auf der anderen Seite müssen dann auch so ungefähr 60 sogar. Sehr schön, jetzt kann ich hier noch einen Mining Drill bauen und ich mache mal ein paar von diesen Förderbändern, denn ich möchte für den Moment hier diesen einen Stone Furnace noch versorgen. Und wie mache ich das? Indem ich hier noch einen Electric Drill hinsetze und schließen wir mal den Strom an. So, und jetzt direkt hier das Förderband. Ups, Forschung abgeschlossen. Jetzt haben wir die Automation, der erste Schritt. Und damit können wir jetzt eine Assembly-Maschine bauen und einen Long-Handed Inserter. Und den Long-Handed Inserter, den werden wir gleich verbauen. Aber zuvor erforschen wir oder stellen wir noch die Erforschung her. Oder, ihr wisst schon, wir erforschen jetzt noch Logistics. Und dafür brauchen wir 20 von diesen roten Wissenschaftsdingsenbumsen. Und dafür gehe ich mal in den hier 17. Was brauchen wir? Kupfer. Okay, Kupfer brauchen wir noch. Und 1, 2, 3. So, das war nicht sehr clever, weil nämlich diese Science Packs sehr lange brauchen, um gebaut zu werden. Und jetzt fängt der Teil an, interessant zu werden, wo wir nämlich uns um Automation kümmern. So, und jetzt machen wir Next Level Shit, meine Damen und Herren. Erstmal brechen wir das hier ab. Das kann man mit der rechten Maustaste einfach machen. Wir schauen mal, was wir da haben. Denn wir können jetzt Folgendes machen. Wir können jetzt dieses Assembling Machine bauen. Ich baue mal eine. Und diese Assembling Machine, bauen wir erst einmal direkt daneben. Genau, einfach hier. Da steht sie dann mit dem Strom. Und jetzt können wir dem hier sagen, bau mir mal was. Und wir können zum Beispiel sagen, bau mir Science Packs. Und was man dafür braucht, sind Copper Plates und Iron Gear Wheels. So. Der Kniff ist, ich selektiere jetzt mal hier Science Pack 1. Jetzt sagt er mir, tu hier rein, bitte Copper Plates und Iron Gear Wheel. Das heißt, ich muss auch noch Iron Gear Wheels produzieren. Iron Gear Wheels produziere ich, indem ich Iron Plates habe. Das heißt, ich brauche noch eine Assembling Machine. Zack, nächste Assembling Machine. Und diese Assembly Machine wird natürlich probieren, Sachen direkt darüber zu schaufeln. So. Und das machen würden wir dann theoretisch so machen, dass... Ich baue mal noch einen Inserter. Jetzt brauchen wir gleich schon mehr Eisen. Herzlichen Glückwunsch. So, das heißt, diese Assembly Machine würde... Das kann ich auch schon mal einstellen. Die macht also Iron Gear Wheels.
Und wenn ich da jetzt Eisenplatten reintue, dann macht sie diese Iron Gear Wheels und dann tut sie die hier rein und zusammen mit den Kupferplatten, die ich von der anderen Seite anliefern werde, entsteht dann hier diese Science Packs und damit automatisiere ich die Forschung. Schauen wir mal. So. Jetzt könnten wir rein theoretisch schon 41 von den Dingern bauen. Habe ich aber keine Lust drauf. Ich will das automatisieren. Das bedeutet aber, wir brauchen jede Menge von diesen Transport Belts. Oh mein Gott, wir brauchen richtig viele, denn wir müssen jetzt das Eisen, was wir jetzt da unten fördern, nach hier oben bringen. Denn hier oben will ich meine Verarbeitung von Rohstoffen machen. Ich habe keine Lust sozusagen, das hier unten zu machen und das dann alles hier rüber zu schaffen, sondern ich will alle Rohstoffe an einem zentralen Ort sammeln und von dort dann verteilen, wenn das geht. So, aber erstmal machen wir übrigens das hier fertig, weil ich glaube, das könnte uns schon mal helfen. Nee, das ist verkehrt. So, so ist es richtig. Jetzt machen wir nochmal. Warum geht das nicht? Ich brauche mehr Eisen. So. Und übrigens, was auch eine Sache ist, ist, dass die ganze Technik natürlich hier auch eine Art von Umweltverschmutzung erzeugt, logischerweise. In dem Moment, wo ich fossile Brennstoffe verbrenne, was ja hier der Fall ist mit der Kohle, in dem Moment entstehen also diese bösen, bösen Gase, die wir ja nicht wollen. Und das merken auch die ursprünglichen Bewohner dieses Planeten und irgendwann fangen sie an, mich scheiße zu finden und gegen meine Technik und mich selbst sich zu erheben. Und mir das Leben schwer zu machen. Aber zum Glück sind wir noch nicht an dem Punkt. Denn ich habe nichts weiter als eine Pistole mit 10 Magazinen. So, wir machen einen Inserter. Den stellen wir mal hier hin. So, und der braucht Strom. Der braucht noch Strom. So. Und dann machen wir noch einen und noch eine Kiste. Beziehungsweise die Kiste brauchen wir gar nicht mehr. Jetzt wird es interessant. Die Kiste brauchen wir nicht mehr. Wir machen das. Und da hinten ist das Ganze. Ah, ich glaube, bis da machen wir das mal. Jetzt ziehen wir das hier hoch. Oho. Punktlandung. Ja, und hier machen wir noch ein Stromdingsen ran. Und dann machen wir noch einen Inserter. Jetzt kommt der Knu. Und den Mast schiebe ich mal ein Stück nach hier. So, jetzt werden nämlich diese Kupferplatten hier auf dieses Band gepackt und das Band liefert sie dann hier oben erstmal an diese Fabrik. Und jetzt kommen wir zu dem, was Deiner Nastor gesagt hat. Wenn ich einmal die Alt-Taste drücke, dann zeigt mir, dann wird mir auf den Gebäuden angezeigt, es geht glaube ich gar nicht. Entweder man zeugt oder man zeugt nicht. Ist zumindest meine Meinung. zeigt mir das Game hier direkt über den Produktionsstätten an, was hier eigentlich hergestellt wird. Und das ist super toll, weil dann kann ich sehen, aha, hier entstehen meine Forschungsdinger und hier entstehen theoretisch diese Zahnräder. So, jetzt kann ich zum Beispiel sehen, er hat hier angefangen, Copperplates reinzuschaufeln. Und sobald er genügend Material hier zusammen hat, übrigens, wir bauen mal einen Inserter. In dem Moment schaufelt er hier die roten Sachen raus. So, jetzt holen wir uns noch mehr Eisen. Wir haben nicht genug Förderbänder, um das ganze Eisen schon zu unserer ursprünglichen Position zurückzubringen, aber das soll uns nicht weiter stören. Hier sieht man jetzt übrigens auch, was die Dinger produzieren und was hier drin ist. Hier sieht man, dass dort Eisenplatten drin sind und wenn ich die rausnehme, dann sieht man logischerweise, dass das Objekt in dem Moment nicht drin ist, solange bis das nächste dort reingelegt wird. Zack, und dann zeigt er mir das wieder an. So. Jetzt haben wir zum Beispiel schon mal 125 Iron Plates und wir könnten jetzt einfach mal einen Shortcut nehmen
und sagen, okay, wir haben noch nicht die Fließbänder gelegt, um hier sozusagen das Eisen hinzuliefern, was es braucht. Aber was ich machen kann, ist hier direkt einfach 100 Eisenplatten reintun. Dann baut er die Zahnräder. Dann kommen die Zahnräder hier rein. Und schwuppidi-schwupp macht der Verbrecher einen roten Forschungsbumsel. Und dann geht der rote Forschungsbumsel hier rein. Und dann wird hier geforscht. Und zwar auf Logistik. Ja, und schon entsteht hier ein schmucker Kreislauf. Und das wollen wir natürlich weiter ausbauen. Das machen wir auch. Übrigens, da ist noch ein Forschungspack in meinem Inventar. Ist ja eine Frechheit, der geht mal da rein. So, wir brauchen einen Inserter. Wir tun ihn jetzt erstmal da so hin. Und ich brauche dringend neue Strommasten. So, und jetzt bauen wir im Prinzip mehr oder weniger von hier rückwärts. Und ich mache das mal so. Dumm-di-dumm-di-dumm. Wir brauchen mehr von den Förderbändern. Was brauchen wir dafür? Iron Gears. Aha, wir produzieren die hier und machen die gerade direkt zu einem Bestandteil von... Übrigens tue ich mir einfach mal hier die Iron Gears rein, die er hier produziert hat. Was fehlt mir jetzt? Iron Plates, gut. So, wir brauchen mehr Eisen. So, ihr seht schon, es geht weniger darum, die Rohstoffe selber abzubauen, sondern es geht darum, den Verbrauch von Rohstoffen und die Produktion von Rohstoffen und das Verteilen von Rohstoffen so zu organisieren, dass man am allerwenigsten Stress damit hat und die Maschine wie ein geölter Blitz läuft. Und das macht aus irgendeinem Grund, vielleicht auch weil ich da eine perverse, ich weiß nicht warum, ich habe da eine perverse Freude dran, aus irgendeinem Grund macht das eine Menge Spaß. Möglicherweise, weil ich dann doch ein fieser Turbokapitalist bin oder sowas. Keine Ahnung. Vermutlich ist das, bin ich damit infiziert worden. Jetzt bin ich den Gesetzen der Marktwirtschaft ausgeliefert. So, jetzt kommen wir aber zu dem Teil, der eigentlich ganz interessant ist. Denn wir organisieren jetzt, das machen wir mal, wir organisieren diese Produktion um. Das ist zwar schön, aber ist nicht schön genug. Und das machen wir folgendermaßen. Wir haben hier ein Förderband, das aus Eisen besteht. Und dann brauchen wir ein Förderband, das die Eisenplatten nachher wegschafft. So, jetzt kommt der interessante Teil. Jetzt machen wir erstmal ein bisschen Zeug. Wir montieren erstmal den ganzen Quatsch ab. Das montieren wir auch ab. Komm. Und das machen wir auch weg. Und das machen wir auch weg. Und das machen wir auch weg. Und das hier erstmal auch. Und das hier erstmal auch. So, mit F kann man übrigens, wenn man F gedrückt hält, sammelt man den ganzen Klumpatsch ein. So. Und jetzt ist das Ding, wir haben zwei neue Sachen. Wir haben den Long-Handed Inserter und ich baue den mal zweimal, denn wir brauchen ihn genau zweimal. Und mit dem Long-Handed Inserter kann man, ich überlege gerade, wie wir das machen. Ich finde es viel schöner, wenn wir das tatsächlich so rum machen. Ich mache jetzt mal Folgendes. Ich werde diese Förderbänder hier nebeneinander herlegen. Seht ihr das? So, die liegen jetzt nebeneinander her. Und jetzt machen wir Folgendes. Einer von diesen Dingern wird jetzt hier ganz normal, und wir tun jetzt mal die Dinger hier hin, einen dahin und einen dahin. So. Und diese hier, diese Inserter werden... Und ich tue das mal hier hin und ich tue das mal dahin für den Moment. Ah, das ist eigentlich auch keine gute Idee. Dahin und dahin. So wollen wir das machen. So, diese Inserter tun dort also das Eisen rein und die Long Inserter wiederum. Ihr könnt es sehen, die Long Inserter haben hier so gelbe Linien, die greifen weiter. Die heißen nämlich Long Inserter, weil sie aus weiterer Entfernung sozusagen Sachen greifen. Und ihr seht es hier, der tut jetzt von dem weiter entfernten Förderband Sachen in das Gerät rein. Und das ist genau das, was wir wollen. Und auf der anderen Seite kann ich einfach jetzt hier zwei Inserter hin tun, die dann wiederum den Klumpatsch auf
ein weiteres Förderband legen. Und dieses Förderband, ahaha, ich weiß nicht, ob ihr das schon sehen könnt, ob ihr ahnt, wie brillant das ist. Da, und jetzt fördert das Förderband diese Eisenplatten den ganzen Weg, immer frisch produziert, den ganzen Weg nach hier oben. Und sobald sie dann hier hinten ankommen, gehen sie in dieses zauberhafte Gerät rein, was dann die Eisenplatten dort rein tut, und dann entstehen diese zauberhaften Iron Gear Wheels, und dann kommen die hier rein und dann wird alles zusammengemanscht, weil von hier die Kupferteile kommen. Klar sind zwei Schmelzofen zu wenig. Nice One ist da. Nice One, hallo. Dich habe ich ja lange nicht mehr gesehen. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich hatte schon gesehen vor 2 Tagen oder gestern oder heute, hattest du einen Kommentar geschrieben unter einem Video. Da habe ich gesagt, oh, Nice One, da ist er ja. Hatte mich schon gefragt, wo du steckst. Und ob es dir gut geht. So. Ja, auf einmal läuft hier die Produktion. Noch verbrauchen wir hier nicht allzu heftig Material, von daher ist das nicht ganz so wild. Das dauert eigentlich sehr, sehr lange, bis das einigermaßen produziert. Aber ist für uns genau richtig, weil dann entstehen hier erstmal nur die roten Töpfe, wenn wir sie brauchen, und der Rest ist dann sozusagen Überschuss. Und der staut sich hier an, und da kann ich die Sachen auch vom Band nehmen. So. Und jetzt natürlich die Frage, die optimale Lösung ist, oder man würde erstmal sagen, die optimale Lösung ist, man sammelt den ganzen Kram irgendwo, Moment mal, irgendwo an der zentralen Stelle und verteilt sie dann weiter. Bah, ich habe dich nicht gesehen, dich habe ich auch gegrüßt, hast nicht aufgepasst. Oder ich habe dich nicht gegrüßt, aber dann musst du das morgen im Video nachschauen. Das kann ich dir nicht genau sagen. Aber du bist ja jedes Mal dabei. Nice Man war jetzt eine ganze Weile nicht dabei. Von daher ist mir das aufgefallen. Deswegen dachte ich, stelle ich das mal raus. Willkommen zurück. Sorgen nicht, aber einfach neugierig. Neugierig ist, kann man ja durchaus mal sein. So. Das ist das. Man schaue sich das an. Jetzt sind wir mit Logistics fertig. Und Logistics liefert uns die Fähigkeit, Underground Bells zu bauen. Das ist super praktisch. Das werde ich auch gleich mal zeigen. Fast Inserter, die sind einfach schneller. Das könnte ganz nett sein. Und Splitter. So, ich will aber noch mal was anderes bauen, denn ich bin etwas genervt von diesen komischen Schmelzöfen. Ich hätte gerne automatisierte Öfen. Was ist das? Iron Armor, das ist natürlich ganz nett. Armor Crafting, das ist neu. Das gab es vorher noch nicht. Automation 2 ist nicht das, was wir wollen. Advanced Electrics. Was ist das? Arithmetic Combinator. Das sind neue Sachen. Man kann nachher komplexe Schaltkreise hier errichten. Was ist das? Landminen. Wow, das sind alles neue Sachen, die es in der vorigen Fassung, die ich noch gespielt habe, gar nicht gibt. Wo sind denn die Sachen, die ich haben will? Wo sind... Ah, Steel Furnace ist das eine, und dann hier Advanced Material Processing 2 ist der Electric Furnace. Darauf will ich hin. Ich weiß nicht, wie das ist mit den Drohnen. Die nutzen, glaube ich, oder meinst du die Greifarme? Die Greifarme sollten weiterhin beide nutzen, aber sie legen die Sachen natürlich weiterhin nur auf eine Seite ab. Aber das kann man sehr einfach planen. So, dafür brauchen wir Advanced Electronics, und dafür brauchen wir normale Electronics und Advanced Material Processing. Okay, gut. Electronics ist dann irgendwas, was wir brauchen. Dann machen wir das. Ja, das Ganze eskaliert dann völlig und am Ende baut man Maschinen. Ich kann mal probieren, das zu zeigen. Wenn wir auf Modules gehen, ja, da kann man das nicht so gut sehen. Kann man es hier sehen? Ich will irgendwie mal einen Gegenstand nehmen dafür. Rocket Silo. Nie gehabt, glaube ich. Bin ich mir nicht sicher. Und da schaut ihr mal, was man dafür braucht. Dafür braucht man 1000 Steel Plates. Stahl natürlich kriegt man, indem man Eisen weiterverarbeitet mit einem anderen Rohstoff. Concrete.
Ne, das ist, das geht, das muss man auch kombinieren. Pipes. Pipes wissen wir schon, wie wir sie machen. 200 Processing Units. Diese Processing Units, die blauen, brauchen drei verschiedene Rohstoffe, die man da zusammensetzt. Und Electric Engine Unit braucht auch verschiedene weitere Teile, die da baut man nachher Produktionsketten auf, die drei oder vier Schritte haben. Also sehr, sehr, sehr kompliziert. So, was kann man hier sinnvoll machen? Richtig was Neues anfangen, was Neues zeigen, weiß ich nicht. Also das ist im Grunde der Basis, also der Kern von Factorio. Ich hätte Lust, das nochmal mehr zu zeigen oder mehr was zu machen. Ich bin mir nicht sicher, ob es sich wirklich für eine Serie eignet oder ob ich das machen möchte, ob das sozusagen gut zu uns passt. Aber für den Moment kann ich es nur empfehlen, wenn ihr jetzt auf den Geschmack gekommen seid. Hier übrigens eine volle Kiste mit Eisen. Nee, Quatsch, eine volle Kiste mit Stein, die ist aus dem Material Eisen. Und den Stein kann ich auch in eine Furnace packen und dann entstehen dadurch Steinblöcke. Und die kann man dann wiederum weiterverwenden und das ist ja eigentlich ganz super. Ich kann mal jetzt Suizid begehen und mal gucken, ob ich Aliens finde. Und dann spielen wir ein bisschen KSP. Das Banner rechts ist neu, ja, absolut. Oh, da sehe ich schon die Gegner. Übrigens, auf der Karte könnt ihr jetzt sehen, wenn ich mal Alt drücke, dieses rötliche hier, das ist unsere Luftverschmutzung. Und sobald die Luftverschmutzung so eine Aliensiedlung erreicht, fangen wir an freizudrehen. Und dann haben wir ein Problem. Und das Problem möchte ich euch gerne mal zeigen. Und dann zu KSP rüber wechseln. Da, schaut sie euch an. Oh. Da beißen sie mich tot. Sehr gut, jetzt kann man Load Game machen. Und Multiplayer übrigens, das ist der interessante andere Teil. Es gibt einen Multiplayer und der ist jetzt auch. Ich muss mal gerade gucken. Ich erstelle das mal. Der ist jetzt auch. Er sieht immer noch genauso aus wie vorher, sehe ich. Aber der ist eigentlich ganz prima. Den kann man wirklich ganz spannend machen zu zweit und dann kann man auch zusammenbauen. Man muss sich gut verstehen sozusagen, man muss sich gut koordinieren dabei. Das ist, denke ich, sehr, sehr wichtig. Ja, dann denke ich, wie gesagt, jetzt erhältlich auf Steam für 20 Deutschgeld oder Europageld. Und wenn das ein bisschen nach außen wie etwas, was ihr mögt, dann schlagt unbedingt zu. Das ist ein kleines, spannendes europäisches Studio, das sich lohnt zu unterstützen.